lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, eure Bibel zum... Ich komme gleich zum Wort. Ich weiß, ihr seid ganz verwirrt heute. Ich komme... Schlagt auf in eure Bibel zum Apostelgeschichte und Kapitel 1. Ich möchte, da wir am Donnerstag, Auffahrtsdonnerstag hatten, ein Wort, den Einstieg einmal nehmen über diese Stelle, wo es um die Himmelfahrt Jesus geht. Ich weiß nicht, wie du es hattest als junge Person, aber als ich, bevor ich zum persönlichen Glauben an Jesus gekommen bin, ich habe mich immer über den Auffahrtsdonnerstag gefreut, weil es ein Feiertag war. Aber was das wirklich ging, hatte ich eigentlich keine Ahnung. Und ich bin so froh, dass ich es schon immerhin später herausgefunden habe, was feiern wir hier denn überhaupt? Und natürlich auch nächsten Sonntag, vor allem auch der Montag, ja, Montag, Pfingstmontag. Meine Güte, was unsere Kultur feiert, Pfingstmontag, was ist denn da passiert? Das haben alle in Zungen gesprochen. Vielleicht, wenn du Leute begegnest auf der Straße, kannst du fragen, weißt du, was Pfingstmontag ist? Und sie sagen, ja, ein Feiertag. Nein, weißt du, was passiert ist? Da haben die Leute alle angefangen, plötzlich in Sprachen zu reden, die sie nie gelernt haben. Ja, was? Ja, ich kann es auch, ich habe es auch bekommen. Na, dann kannst du gleich anfangen. Ja. Also, wir hatten gute Möglichkeiten zum Einstieg, Amen. Und lass uns hier, Apostelgeschichte Kapitel 1 hier über die Himmelfahrt Jesus einige Verse lesen, ab Vers 4. Und als Jesus mit ihnen zusammen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Und er sprach zu ihnen, ist es nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat? Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Das ist dieser Moment, welches wir am letzten Donnerstag gefeiert haben hier. 10 Tage war das vor dem Pfingstfest, deswegen weiß man, es war an einem Donnerstag. Und hier heißt es, dass Jesus ihnen einen Auftrag gibt. Einen Auftrag gibt, in ihrem Fall nicht von Jerusalem wegzugehen, bis sie Kraft empfangen vom Himmel. Mein Lieber, weißt du was, wir alle brauchen Kraft vom Himmel. Du kannst es nicht in deiner eigenen Kraft tun, was Gott uns aufgetragen hat zu tun. Und darüber reden wir dann vor allem auch vielleicht nächsten Sonntag, wenn es um das Ausgießen des Heiligen Geistes ging. Aber er sagt, bleibet da, bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ins Ende der Erde. Und die Jünger stellten dem Herrn Jesus die Frage, ja, gibst du jetzt Israel jetzt die Königsherrschaft wieder? Und Jesus sagte, macht euch keine Sorgen darum, um Zeiten und Zeitpunkte und alles wird schon kommen, wenn es kommen muss. Fokussiert euch auf das, was ich euch jetzt sage, was zu tun ist. Und plötzlich, als Jesus das alles gesagt hatte, ist er emporgehoben. Also eine Wolke nahm ihn auf. Also das ist am Anblick wohl gewesen. Ne? Also plötzlich ist einmal oder aufgestiegen und eine Wolke war da. Das war keine Regenwolke, keine Sorgen. Das war eine Herrlichkeitswolke, wie es auch oftmals im Alten Testament erwähnt wird. Wie zum Beispiel bei der Einweihung des Tempels Solomons. Es heißt, dass dort der Raum sich erfüllt hat mit einer Wolke. Die Priester konnten nicht einmal mehr stehen. So gewaltig war die Gegenwart Gottes dort.
Oder wir wissen ja auch, wie in der Wüstenwanderung, wie der Herr Gott mit den Israeliten unterwegs war. Bei Tag war er eine Feuersäule und bei Tag war es eine Wolke. Zum Glück hat der Herr das nicht durcheinander gekriegt, ja, in der Wüste. In der Wüste war es, bei Nacht war es eine Feuersäule und bei Tag war es eine Wolke. Keine Regenwolke, sondern es war eine Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und Jesus wurde emporgehoben. Und da stehen die 12 Jungs, oder? Und sind da und gucken hinauf. Und Jesus wird aufgenommen, auch schon mal gesehen, wie ein Ballon hochgestiegen ist. Ne? Und da guckst du nach, bis du es überhaupt nicht mehr sehen kannst. Und so waren die Jungs da, die guckten hoch. Und Jesus war gar nicht mehr zu sehen. Sie guckten und guckten und guckten. Und dann plötzlich standen zwei Männer in weißen Kleidern, es waren Engel, die da waren. Plötzlich sind die erschienen, die haben sie nicht einmal gemerkt, oder? Die gucken immer noch, wo ist der hin? Ne? Und er war ja die letzten 40 Tage nach seiner Auferstehung, ist er mit ihnen immer wieder unterwegs gewesen. Und plötzlich eben stehen da zwei Engel neben den Jungs und die müssen die ein bisschen stupsen und sagen, hey, hallo, müssen ein bisschen schütteln, was schaut ihr da hoch? Er ist weg, er wird aber in gleicher Weise wiederkommen, aber nicht heute. Ja, nicht heute, sondern tut das, was Jesus euch aufgetragen hat. Nun, der Tag wird kommen, Lob und Dank, und wir müssen alle wissen, ich bin vorbereitet, wenn heute der Tag ist, von mir aus, preis dem Herrn. Wenn Jesus zurückkommen wird auf diese Welt und sein Reich aufstellen. Und das war die Frage der Jünger. Sie hatten eine Vorstellung, was jetzt gehen müsste. Denn es war ja prophezeit worden, dass wenn der Messias kommt, er sein Reich aufstellen wird hier auf Erden. Es war ein Geheimnis, dass der Messias zuerst kommen würde und sein Leben für die Menschheit am Kreuz geben. Und dann, fast 2000 Jahre sind es jetzt her, wo er weggenommen worden ist, wo wir eine Aufgabe bekommen haben, die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns tat, zu verkünden in aller Welt. 2000 Jahre schon. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Mann, ich glaube, es gibt immer noch manche Christen, der guckt immer noch in den Himmel und wartet, Jesus, wann kommst du wieder? Und der Herr sagt, hey, guck mal, hallo, da. Ne? Wir haben was zu tun. Und wir leben in einer Zeit, wo es darum geht, natürlich ein Ohr immer zu haben, wann ist der Tag? Und wir freuen uns auf den Tag, Jesus kommt wieder. Er wird kommen, genauso wie er weggenommen worden ist, wird er auch wiederkommen. 2000 Jahre, ja gut, hin oder her, spielt keine Rolle. Aber ich meine, die Zeichen der Zeit, du brauchst nur ein bisschen die Augen aufzutun, du wirst merken, dass noch nie waren wir in einer Zeit in den letzten 2000 Jahren als heute, wo sich all die Prophezeien bezüglich der Endzeit sich am Erfüllen sind. Die größte von allen war natürlich die Wiederheimholung der Juden in ihr eigenes Land nach fast 2000 Jahren in 1948. Also die Zeichen der Zeit stehen auf Maranatha, das heißt, Jesus komme bald. Ja? Aber die Jungs, die gucken hoch und die schauen und die Engel müssen sie, hey, hallo, wir haben was zu tun. Nun wisst ihr, es gibt immer welche Leute, die schauen eigentlich, die sehen, dass irgendetwas passiert. Andere Leute, ja, die sehen, was passiert ist. Und es gibt wieder andere, die schauen dafür, dass irgendetwas passiert. Und wir sind zu der dritten Gruppe von Leuten berufen, dass wir dafür sorgen, dass etwas passiert. Weil etwas so laufen, nicht aber nur ein Hinsitzen und ein Hinwarten, bis Jesus wiederkommt, sondern er hat Großes vor mit dir und mit mir. Amen. Geh mit mir zum 1. Timotheus Kapitel 1. Ich bin ja mit 18 Jahren bin ich zum Glauben gekommen. Ich bin dann nach Amerika gegangen, um dort zu studieren. Ich wollte Geologe werden, habe mich in diese Richtung vorbereitet. Mein Herz war natürlich für Jesus und um ihm zu dienen. Aber ich verstand es, ja, ich muss mal den Weg gehen, den ich im Herzen habe. Und eines Morgens war es in einer Zwischenstunde in meinen College-Klassen, die ich hatte, ging ich zurück in mein Zimmer, wo ich dort im College wohnte. Und ich machte meine Bibel auf, hatte ein paar
eine Stunde Zeit und habe einfach angefangen zu lesen. Und ich kam auf diese Stelle im 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 12, wo es hier heißt, dass Paulus schreibt, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Und als ich an diesem Morgen diesen Vers las, sprach der Heilige Geist zu mir. Nun, ich war erst, das war im April 1979, schon eine lange Zeit her, meine Güte, 70er Jahre noch. Ich war noch erst jung im Glauben, 3/4 Jahre war ich im Glauben, aber ich merkte, wie einfach, als ich diese Stelle las, es ist irgendwo in mir explodiert. Und wie der Herr einfach zu mir sprach und sagte, ich habe dich in den Dienst gestellt. Ich brauche dich für den Dienst. Nun, dieser Vers für mich in meinem Leben, das öffnete für mich ein Verständnis, dass der Herr, egal in welche Richtung ich mich auch bewege, dass der Herr mich braucht für den Dienst. Und es war so etwas Gewaltiges zu wissen, der Herr will mich gebrauchen. Das ist überhaupt das, was mich zum Glauben geführt hat. Als ich an einer Glaubenskonferenz teilnahm, wo der Sprecher davon redete, wie Gott ihn gebraucht hat, auch bevor er überhaupt Prediger gewesen ist. Wie er für Kranke gebetet hat. Wie er Menschen von Jesus erzählt hat, wie sie verändert worden sind. Viele dieser Dinge. Und ich dachte, meine Güte, ich möchte auch so sehr, dass Gott mein Leben gebrauchen kann, durch mein Leben anderen Menschen segnen kann und Großes tun. Und an dem Morgen, als ich diesen Vers las, sprach der Herr zu mir aus diesem Vers ganz persönlich in mein Herz, wo ich wusste, egal welche Richtung ich gehen würde, und ich verstand dann sehr bald, dass der Herr mich haben wollte, dass ich in den vollzeitlichen Dienst gehe, aber es war noch ein langer Weg dahin. Aber ich verstand, dass was auch immer ich tue, der Herr wird mir helfen, wird mich stärken, wird mich gebrauchen können, irgendwie, obwohl ich dachte, wer bin ich denn schon, dass Gott mich gebrauchen würde. Ich bin ja kein Heiliger. Ich verstand es noch nicht, wie die Schrift jeden Gläubigen einen Heiligen nennt. Aber bis zu dem Zeitpunkt verstand ich das nicht. Und ich wurde richtig begeistert darüber. Und ich möchte hier, weil in diesem Vers, das mein Leben besonders bewegt hat, in diesem Vers gibt es viele wichtige Punkte, die ich glaube, für jeden eins von uns wichtig sind. Denn der Herr Jesus hat seinen Auftrag, den er an die Gemeinde gab, indem er mit den 12 angefangen hat, aber mit uns geht es heute genauso weiter. Amen. Und das allererste, was Paulus hier erwähnt, auch von sich selber ist, er fängt an zu sagen, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn. Weißt du, das allererste, was man anfangen muss als Junggläubiger, ist anzufangen, Gott zu danken. Und wenn du Gott dankst, dann wirst du ihm auch für etwas danken. Also du musst wissen, es gibt Dinge, wofür man ihm danken kann. Seid ihr noch alle da? Ist ganz ruhig. Die ganze Schrift ist voller Verheißungen, voller Versprechungen Gottes, wie er dich gebrauchen möchte, was er für dich tun will in deinem Leben, wie Jesus dir deine Sünden vergeben hat, wie Jesus durch deine Hände anderen Menschen dienen möchte. Ich kann mich erinnern, das allererste Mal, als ich es gewagt habe, für jemanden zu beten, der krank war. Ich besuchte eine alte Kollegin von mir und von der Schule, Schulkollegin, und sie erzählte mir, sie hat furchtbare Kopfschmerzen, oder? Und da merkte ich einfach so innen drin, einfach so den Schubs. Ja. Den Schubs, oder? Wo es heißt hier, der mir Kraft verliehen. Gib mir Kraft. Also, ich erzählte ihr einfach, ja, möchtest du, dass ich für dich bete? Und sie wusste bereits schon, dass ich gläubiger Christ geworden bin. Sie dachte, das sei sowieso ein bisschen komisch, ja. Bist du in irgendeine Sekte gelandet? Was ist denn das, ne? Und ich fragte sie, soll ich für dich beten? Das war schon eine Herausforderung, dass ich überhaupt sowas sagte, ja. Und sie sagte ein bisschen verdutzt, sagte, okay, dass jemand überhaupt für jemand anders betet, außerhalb der Kirche, des Gottesdienstes, wow, ist ja krass. Und so tat ich das, was ich nur wusste, oder? Ich legte einfach meine Hand auf sie. Ich habe noch nie zuvor für jemanden gebetet, der krank war. Oder? Danke dir, Herr, für Jesu Namen, für Heilung und Wohlergehen. Oder weiß nicht mehr genau, was ich sagte. Auf jeden Fall, ich sagte schöne Worte nach außen. Innen drin habe ich geschrien, Gott, tu was.
Von außen her. Oder? Wissen, kennen Sie die Story oder von Mose? Das ist richtig los. Ich habe euch letztes Mal doch gesagt, man muss ja lachen, oder? Die Bibel ist wirklich voller lustigen Geschichten. Hier ist Mose, oder? Der hat gerade das Volk Israel geführt ans Rote Meer. Ne? Große Mose. Und da ist er vor dem Roten Meer. Hinten sind die Ägypter, die da kommen. Ihr kennt alle die Geschichte. Ne? Und da steht er auf, oder? Und sagt, seht die Rettung des Herrn. Und es passiert nichts. Oder er sagt, bleibt stehen, seht die Rettung des Herrn. Passiert. Er dreht sich um zum Herrn, kannst du das lesen, der Schrift, sagt, Gott, tu was? Seht, oder? Die Rettung des Herrn. Oder? Er fängt an, zu Gott zu schreien, Gott, tu was endlich. Und Gott sagt zu ihm, was schreist du schon zu mir? Er sagt ihm dann, was schreist du? Du bist doch Gott. Was schreist du zu mir? Ja, heb dein Stab auf und teile das Rote Meer endlich mal. Aber meinst du das wirklich? Okay. Psst. Mir nach. Oder? Ganz cool dann, ganz cool, oder? Aber versetz dich einfach mal an die Story, oder? Das kommt nicht so ganz raus mit unserer Geschichte von Hollywood her. Ist echt ganz lustig, ne? Gott super. So kam es mir so ein bisschen vor, als ich für sie gebetet habe. Ja? In Jesu Namen, sei gesund, sei heil. Gott super. Auf jeden Fall, sie guckte mich mit großen Augen an. Es ist weg. Was hast du gemacht? Hab gebetet, hab dir doch gesagt, Jesus ist real, Jesus gibt's. Wow, das ist ja unheimlich, oder? Also, es war echt krass, oder? Aber ich sag dir, das einfach zu sehen, wie Gott einem gebrauchen möchte. Und das ist, was Paulus beginnt damit, dass er sagt, ich danke Christus Jesus. Mein Lieber, unser Herz sollte so voller Dankbarkeitsgebete sein, weil da gibt es so viel hier drin. Aber du musst wissen, was du hast, wer du in Christus geworden bist. Du solltest ein Herz voller Lobpreis und Singen haben, jeden Sonntagmorgen, wenn wir diese Stellen singen und sagen, groß bist du, du hast Großes getan, du hast mich erlöst, du hast mich errettet, du hast mich befreit, du hast mich gesetzt. Unser Herz sollte voll von Dankbarkeit sein. Damit beginnt es. Jemand, der voller Dankbarkeit ist, ist jemand, der begriffen hat, was es heißt, aus der Gnade zu leben. Weil Gnade heißt, du kriegst alles von Gott geschenkt. Und du kannst es nicht selber verdienen. Darüber haben wir in den letzten Wochen ein bisschen gesprochen. Und jemand, der nicht dankbar ist Gott gegenüber, der hat noch nicht begriffen, was Gnade ist. Das ist jemand, der sich beklagt, Gott, warum tust du das nicht endlich, warum machst du das nicht und bla 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 und so weiter und so fort. Weil ich habe doch so viele gute Dinge getan, ich habe es doch verdient, dass du endlich mal was machst für mich und so weiter. Lerne ein dankbares Herz zu haben. Das war Paulus, er war dankbar. Er sagt, ich danke Gott, meinem Herrn. Nun, wisst ihr, schlag mal mit mir auf zum Matthäus 28. Manchmal können wir so leicht vergessen oder aus den Augen verlieren, was es wirklich heißt, wer wir in Christus geworden sind, unser Glaube an ihm. Und ich staune manchmal hier auch in der Schrift, zum Beispiel hier innerhalb von diesen 40 Tagen nach der Auferstehung von Jesus, Matthäus 28, Jesus ist versammelt mit seinen 11 Jüngern hier am See Genezareth. Und es heißt hier in Vers 16, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber, was steht hier? Zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden und so weiter und so fort. Hier ist Jesus, oder? Steht vor ihnen. Ne? Und es heißt, etliche fallen vor ihm nieder, um ihn anzubeten, ja, fallen auf ihr Angesicht, andere aber zweifelten. Stell dir vor. Du sagst, ja, wenn Jesus in meinem Gottesdienst erscheinen würde, puh, das, oder?
Da würde ich glauben. Mein Lieber, hier hast du Leute, die gerade Jesus vor sich haben. Und sie zweifeln immer noch. Ist das wirklich, kann das wirklich sein? Wir haben doch gesehen, wie der gestorben ist. Ist es ihnen wirklich? Weißt du was, die Dinge, wenn übernatürliche Dinge geschehen, ist es manchmal gar nicht so einfach zu glauben. Weil es widerspricht alles in deinem Denken. Und du kannst Jesus mitten vor dir haben. Und dennoch sagen, ja, ist es wirklich? Deswegen müssen wir einmal aufwachen zu der Tatsache, Gottes Wirken und was Gott tut manchmal ist so normal im Leben, dass wenn etwas Abnormales geschieht, du dich fragst, ist es wirklich so? Kann das wirklich so sein? Aber Jesus ist real. Jesus kommt zurück. Und genauso wie die Jungen einfach gesehen haben, wie Jesus aufgefahren ist in den Himmel und die Engel mussten sagen, hey, kommt mal, wacht auf, hallo, wir haben was zu tun, oder? Manchmal können Gläubige einfach in dem Punkt stecken bleiben, ihr Leben lang. Ja, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich so? Und wir alle haben manchmal zu kämpfen, ein bisschen mit Zweifeln. Montagmorgen wachst du auf, du fühlst dich überhaupt nicht danach, dass Gott da ist und dass der Himmel echt ist und all das. Mein Lieber, jeder von uns hat das. Aber am Schluss musst du tief innen drin irgendwo gucken. Nein, da ist was. Da ist echt etwas. Wir wissen ja von der Story vom Jünger, vom Thomas, der ja ausgerechnet natürlich genau an dem Gottesdienst nicht da war, was weiß ich, womit er beschäftigt war nicht da, als Jesus das erste Mal erschienen ist. Jesus kommt das erste Mal nach seiner Auferstehung, erscheint er das erste Mal seinen Jüngern, sind ja einfach mal 10 da. Judas, der hat sich erhängt und Thomas, der ist, was weiß ich, irgendwo. Und der war nicht da. Und der hört dann, erzählt von den anderen Jüngern, sagen, wir haben den Herrn gesehen. Also was die Frauen erzählt haben, hat gestimmt. Sie haben ihn echt gesehen. Wir haben ihn gesehen. Und Thomas sagt, ja, Unsinn. Im Englischen würde man sagen, Baloney. Serbola heißt das, ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Sie sagen, und nein, ich werde nicht glauben, bis ich ihn sehe, bis ich meine Faust in seine Seite lege und meinen Finger in seine Wunde, in seiner Hand lege, dann werde ich glauben. Also, hey, bist du ein bisschen hartköpfig, oder? Dickköpfig, was ist mit dir? Nun, interessant, oder wir nehmen immer den Thomas dran, aber wenn ihr zum Lukas geht, dann könnt ihr nämlich sehen, er war nämlich nicht der Einzige, der damit auch zu tun hatte. Lukas Kapitel 24 hier. Lukas 24. Hier ist Jesus den Jüngern erschienen hier. Und das heißt hier, während sie aber dies redeten, Vers 36, dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Lukas 24, 36, 37 jetzt. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist, als Jesus erschienen ist. Ne? Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Also das ist der Moment, wo Thomas ja nicht dabei ist. Die anderen 10 sind dabei. Ne? Und wir machen immer dem Thomas Mühe, ja, der ungläubige Thomas. Also pass auf, wenn du ihn dann triffst im Himmel, gerade neben dir am Hochzeitsmahltisch sitzt ein Mann namens Thomas, frag nicht, bist du der ungläubige Thomas? Also wenn du da natürlich einen strengen Blick kriegst, bist du selber schuld. Ne? War schon gläubig geworden, ein bisschen später. Aber die anderen 10 waren auch nicht viel besser. Schau mal hier. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten. Seht ihr das? Sie glaubten nicht vor Freude. Sie sagten anderen Worten, das ist zu gut, um wahr zu sein. Weißt du was? Es gibt Gläubige, die einfach sagen, das Ganze ist zu gut, um wahr zu sein. Und so bleibt man glaubt nicht und man wundert nur. Man wundert. Wow. Erstaunlich, oder? Das sind so wie die anderen 10, die einfach gucken, Jesus, wo, siehst du den Ballon? Ah, nicht den Ballon, sondern siehst du,
Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Und die Engel, hallo, komm, wach auf, wir haben zu tun. Hm? In 10 Tagen wird nämlich der Heilige Geist ausgegossen am Pfingsten, aber bis dahin bereitet euch vor. Seid vorbereitet, wisset, was Jesus euch in diesen letzten 40 Tagen alles erzählt hat, was über ihn geschrieben stand in den Psalmen, in Mose und in den Propheten. Aber hier sehen wir auch die anderen 10. Vor Freude glaubten sie nicht. Hast du gewusst, du kannst vor Freude etwas nicht glauben? Eben, wie gesagt, der Spruch ist zu gut, um wahr zu sein. Und man bleibt einfach, man wundert sich. Aufwachen. Der Herr will, dass wir aufwachen. Halleluja. Amen. Wenn wir zurückgehen zum 1. Timotheus 1, 12, wir sehen hier, Paulus beginnt damit mit Dankbarkeit. Also, man muss anfangen zu sagen, nein, es ist nicht zu gut, um wahr zu sein, sondern es ist echt Jesus. Jesus ist echt für mich gestorben. Er ist echt aufgestanden. Er ist echt aufgefahren in den Himmel. Er wird echt wiederkommen. Halleluja. Ich bin echt erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich bin echt gerettet. Ich bin echt eine neue Schöpfung in Christus. Ich habe echt Gott in mir. Echt ist es, dass ich Hände auf Kranken legen kann und sie werden genesen. Echt ist all das, was da drin steht. Es ist so. Es ist gut, aber es ist so gut. Ich kann es glauben. Halleluja. Amen. Und so beginnt Paulus mit Danke. Ich danke unserem Herrn, der mir Kraft verliehen. Das ist der zweite Punkt. Weißt du was? Der Herr will dir Kraft geben. Du kannst Dinge nicht in deiner eigenen Kraft tun. Weil sehr oft schauen wir einfach auf uns. Und ich weiß nicht, wie du hast. Ich bin eher von der Sorte gewesen, wo ich sage, wer bin denn ich schon? Und weißt du, auch Paulus selber, wenn ihr hier in den nächsten Versen schaut, auch Paulus sah sich nicht an, als ob er aus sich selber fähig wäre. Wenn du hier im 1. Timotheus 1 und Vers 13 liest, denn er sagt, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Paulus hätte sich selber total fertig machen können, weil er so viel Leid dem Herrn Jesus und der Gemeinde zugefügt hat, weil er war der schlimmste Verfolger, hat etliche umgebracht. Wir wissen vom Stephanus, dass er dazu dabei stand, als er gesteinigt war und eigentlich den Auslöser dazu gegeben hatte. Paulus hat viel Leid dem Herrn Jesus zugefügt, dass er hätte sagen können, ich bin es nicht wert, dass du überhaupt mich gebrauchen kannst. Ich danke dir einfach, wenn ich in den Himmel komme. Aber Paulus musste aufwachen zu der Tatsache, es ist auch aus Gnade. Gnade ist dir geschenkt worden und Kraft wird dir verliehen, nicht aufgrund von deinen guten Taten. Amen. Oder wir könnten auch den Petrus nehmen, der den Herrn Jesus verleugnet hat, in seiner wichtigsten Stunde gesagt hat, ich kenne diesen Mann nicht und hat Jesus total im Stich gelassen, obwohl er versprochen hatte, er würde das niemals tun. Er wäre bereit, bis in den Tod zu gehen und doch tat es nicht. Aber wer war es, der aufstand am Tag vom Pfingsten und die erste Predigt gab, voll Heiligen Geistes? Es war niemand anders als unseren Petrus. Der lernte Gott zu danken. Weißt du, es braucht ein demütiges Herz, um ein Geschenk anzunehmen. Weiß alle, wie es ist, oder? Kriegst von jemandem ein Geschenk und plötzlich, oh nein, ich will es lieber nicht annehmen, weil sonst bin ich verpflichtet, dir was zu schenken, oder? Dieser Druck, der da ist. Mein Lieber, du kannst Gott nichts geben für das, was er dir schenkt. Du kannst ihn lieben. Du kannst aber nicht, du kannst niemals irgendwo in die Nähe davon kommen, dafür eine Gegenleistung zu bringen, für das, was er getan hat für dich und für mich. Nichts. Aber was wir tun können, ist, wir können ihn lieben und wir können für ihn leben und wir können mit ihm unterwegs sein. Amen. Mache den Unterschied. Das ist mein Bild von heute. Ja, genau. Dankeschön. Ich vergesse das manchmal. Wir haben ja doch viel Regen in der letzten Zeit gehabt hier. Hä? Nicht so gut gewesen. Aber selbst wenn es regnet, weißt du was, du kannst einen Unterschied ausmachen hier. Warum nicht den gelben Schirm tragen? Na? Wenn alle anderen schwarz sehen, mein Lieber, wir haben einen Grund,
um eine andere Farbe zu sein, Farbe zu bekennen, und wir können den Unterschied auch ausmachen. Halleluja. Also, der ihm Kraft verliehen hat. Ich denke, ihr kennt ja die Geschichte von David und Goliath. Die Geschichte ist so beliebt. Warum? Weil hier hast du einen jungen Mann, der eigentlich von seiner eigenen Fähigkeit her niemals das hätte tun können. Alle anderen haben Angst gehabt vor diesem Riesen namens Goliath. Und David sagt sich einfach, kein Problem, machen wir. Wir erlauben doch nicht, dass dieser unbeschnittene Philister Gott den Herrn verhöhnt. Das können wir doch nicht zulassen. Und wenn niemand anders bereit ist, was zu machen dagegen, dann mache ich's. Und es ging nicht darum, dass er sich groß machen wollte, aber er wollte einfach für Gott da sein, für ihn dastehen. Und so nahm er seine Schleuder, und ihr kennt die Story, oder? Mit einem Stein, ja, die Stirn, brumm, oder? Aber er hat ein Herz, dem Herrn zu dienen, des Herrn Namen zu heiligen, groß zu machen. Wer nimmt uns, den Herrn, unseren Gott, zieht ihn in den Dreck, als ob er nichts tun kann? Das lassen wir doch nicht zu. Mein lieber Gott wird dir Kraft verleihen, und zwar seine Kraft, Dinge zu tun, die du aus dir selber niemals tun kannst. Wenn du es aber für ihn tust und nicht für dich selber. Das ist der Unterschied. Es gibt andere Leute, die einfach so hingeben und sagen, okay, Herr, machen wir schon. Setz dich hin, ich erledige das schon für dich. Nein. Wer sich rühme, rühme sich des Herrn. Und am Schluss geht alle Ehre dem Herrn zurück. Aber der Herr will durch dich seine Ehre groß machen. Halleluja. Er will es durch dich. Natürlich, wir alle machen Mose groß, oder? Der, wo wir sagen, er hob den Stab hoch und sagte, teil das Rote Meer. Wir sagen, Mose, wow. Aber wir können die Geschichte lesen, wie Mose schrie zu mir, Herr, Hilfe, tu was. Manchmal fühlen wir uns auch so. Aber es ist Gott, der Herr, der in dieser Zeit mit jedem Einzelnen von uns, weil der Herr braucht Mitarbeiter, der Herr baut seine Gemeinde, der Herr braucht Evangelisten, Leute, die die gute Nachricht verkünden und weitergeben. Ich habe es geliebt gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ja, nur ist egal. Bill Wilson war ja gerade da vor 2 Wochen. Ne? Und wir sind dann nachher mit ihm zum Mittagessen gegangen. Und meine Tochter, die hat ja gerade ihre CD herausgebracht, oder? Sie hat ihm eine CD gegeben. Da habe ich noch hinzugefügt, weil das sagt sie einfach selber nicht. Ich habe gesagt, das sind eigene komponierte Lieder von ihr. Die hat sie selber alle selber geschrieben. Ne? Übrigens wäre gerne, kurzer Werbeblock, hinten am Büchertisch ist die CD, kannst gerne eine mitnehmen. Wenn du auch noch was dazu beitragen möchtest, kannst du das auch tun. Aber sie sind hinten gratis mitzunehmen, okay? Auf jeden Fall, sie gibt ihm eine. Ne? Handkehrum sagt er zu ihr, oh, weißt du was, würdest du für mich ein Lied schreiben? Ich habe eine Predigt und ich möchte gerne ein Lied dafür geschrieben haben. Bill Wilson fragt sie, hat nicht einmal die CD gehört. Ne? Und ich bin stolz auf meine Tochter. Weißt du, was sie, hier ist Bill Wilson. Ne? Was sagt sie? Sie sagt, okay, mach ich. Ich weiß innen drin. Aber sie hat gelernt, und da bin ich so stolz auf sie in dem Alter, dass sie gelernt hat zu sagen, die Gelegenheit, die ich gerade bekomme, die nehme ich. Ich weiß nicht, kann ich das? Werde ich das schaffen? Was erwartet er? Ihr wisst ja, oder? Kann ich sich ja vorstellen, was da für eine Erwartung ist. Meine Tochter ist ja nicht irgendeine bekannte Komponistin oder so. Aber fragt sie. Und sie sagt, ohne zu zögern, sagt sie, okay, mache ich gern. Und dann hat sie erzählt, Gott hilft mir, wie machen wir das? Aber das ist die Sache, wo man lernen muss, dass Gott dir Kraft geben wird. Nimm Gelegenheiten wahr, wenn sie dir geboten werden. Ich weiß, wir alle fühlen uns so, oh nein, lieber nicht. Ich habe euch ja erzählt, es war vor 2 Jahren, war an der Glaubenskonferenz von Jens Garnfeld und die Theresa Vairimo hätte kommen sollen für den Nachmittagsgottesdienst. Und sie hat es nicht geschafft. Und so hat Jens, weil er schon einen anderen Gottesdienst schon genommen hatte, wollte nicht 2 hintereinander haben. Und da fragte er mich schnell, würdest du den Gottesdienst übernehmen?
Therese Weyrimo, weiß ich, wer sie kennt. Also wenn Rainer Bonke seine große Treffen hat hier in Europa, dann ist immer Therese Weyrimo, diese Pastorin aus Kenia. Die hat eine Gemeinde von 20, 30.000 oder irgendwas, oder wie auch immer. Also sehr, sehr bekannt, die das wissen. Und er fragt mich, würdest du das übernehmen? Jetzt hier ausgerechnet, weil ich an dem Nachmittag wollte ja einfach mal hinsetzen und genießen, oder? Habe ich meine Notizen im Hotelzimmer zurückgelassen. Und ich hatte ungefähr 10 Minuten Zeit, bevor es anfängt. Oh Gott, tu was, oder? Was machst du dann? Was machst du dann? Ich meine, und ich bin sowieso von meinem Hintergrund so perfektionistisch, muss alles natürlich wissen, geordnet, geregelt haben, weiß alles, wo alles passt, damit ja nichts schief geht. Ja? Aber ich habe gesagt, natürlich mache ich das. Gib mir einfach 5 Minuten in dein Büro, bitte, um zu Gott zu schreien, was wir da machen werden. Preis dem Herrn. Aber wir hatten einen wunderbaren Gottesdienst, Halleluja. Ich habe angesagt, ich habe die falsche Hautfarbe für heute, ich weiß, aber es wird trotzdem gut werden, ja. Weil Therese, sie ist eine Schwarze aus Kenia, ja. Ich konnte nicht lachen, weil ihr das nicht wusstet. Jetzt könnt ihr lachen, 1, 2, 3. Dankeschön. Okay, also, der uns Kraft verliehen hat, Kraft verliehen, vertraue, dass Gott dir Kraft gibt, wie diese Schulkollegen von mir das erste Mal Hände auf jemanden legen, passiert was, was ist, wenn nichts passiert? Ja, nun, es wird ja niemand mehr wissen davon, ich habe einfach gebeten, es war nett und schön, aber es ist was passiert. Wow, es hat mir Mut gemacht, ein anderes Mal für jemanden zu beten und so weiter. Gab es Male, wo nichts passiert ist? Ja, hat es auch gegeben, aber trotzdem habe ich nicht aufgehört. Seid ihr noch alle da? Das war alles in der Zeit, da war ich kein Pastor, da war ich nicht im vollzeitlichen Dienst, da hatte ich noch gar keine Bibelschule besucht und all das drumherum, was man meint, ja, das muss man alles zuerst tun, bevor Gott einen gebrauchen kann. Nein. Drittens sagt Paulus, also ich danke Gott, sei jemand voll Dankbarkeit. Zweitens, der dir Kraft verleiht, sag ja zu Gelegenheiten. Drittens, der und mich treu erachtet hat. Das heißt in anderen Worten, sei vertrauensvoll, sei treu in den kleinen Dingen. Dann wird Gott dich auch mit größeren Dingen vertrauen können. Sei treu, was heißt treu? Das heißt, sei eine Person, die ihr Wort halten. Sei verlässlich. Du sagst, ja, ist nicht so wichtig, Gott kennt mein Herz. Ja, eben, er kennt dein Herz. Genau richtig. Blöde Ausrede. Sei verlässlich. Sei ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, auf dem Verlass ist. Als Gott jemanden suchen musste, um zu Saulus zu schicken, der in der Zwischenzeit eine Begegnung mit ihm gehabt hatte auf dem Weg nach Damaskus. Er ist aber auf dem Weg nach Damaskus, um Christen gefangen zu nehmen, um sie umbringen zu lassen. Und so heißt es in Apostelgeschichte 9, dass er fand einen gewissen Jünger namens Ananias und sagt Ananias und gibt ihm den Auftrag. Und Ananias streitet zuerst ein bisschen und sagt, aber Herr, der kam, um Leute wie mich gefangen zu nehmen. Und du willst, dass ich zu ihm gehe. Und Gott sagt zu ihm, geh einfach, schon alles in Ordnung. Und er ging. Aber er fand einen. Warum? Warum suchte Gott diesen Ananias auf? Weil er wusste, er war verlässlich. Er war nicht perfekt in allem. Er hat das sogar noch ein bisschen in Frage gestellt, ob Gott wirklich weiß, was er jetzt macht. Aber Gott gebraucht. Wir hören nie mehr was von Ananias. Das heißt nicht, dass er nie mehr was getan hat, aber in der Geschichte der Bibel war es nicht mehr von Bedeutung. In der Geschichte von vielen anderen Menschen ganz sicher. Ein Ananias. Ja, Herr, hier bin ich. Sende mich. Treue. Treu sein, auch dann, wenn nicht immer Engel erscheinen und Blitze blitzen und man sich fühlt wie im siebten Himmel und so weiter. Treu zu sein, einfach tagtäglich mit deinen Verpflichtungen, mit deinen Aufgaben, mit den Dingen, die du weißt, die es zu tun gibt. Weil es heißt, Gott sah Paulus, dass er treu war. Paulus wusste, er hat viele Dinge falsch gemacht, aber er war in den Dingen, die er falsch machte, immerhin treu. Oder? Also,
Er meinte es richtig, als er gegen die Christen ging und alles, was er getan hat. Er meinte es richtig, dass es das Richtige wäre. Aber er war treu und er sagte hier, Gott fand ihn treu als ein treuer Mensch. Treue und Loyalität im Dienst. Das heißt nicht, dass wir Gott einen Gefallen tun, weil wir irgendetwas machen. Vergiss das. Du tust Gott keinen Gefallen. Weil du kannst nichts tun, um dass du Gottes Gefallen, Gottes Gunst verdienst. Manchmal denke ich, dass wir im Christentum manchmal Gott einfach behandeln wie schlimmer als manche Mensch. Ja? Hier, Gott, hier hast du ein Almosen, nimm doch das, sei doch froh, dass du was von mir kriegst. Steht hier? Nein, wir reden von einem allmächtigen, wunderbaren Herrn. Deswegen muss es anfangen mit Dank, sonst hast du noch gar nie gelernt, was es heißt, treu zu sein oder vertrauensvoll auch zu werden. Schau mal im Philipperbrief Kapitel 2. Ich liebe es, auch so die Dinge, die so zwischen den Zeilen liegen, zu lesen. Weil da kannst du sehr viel lernen von Menschen, wie sie damals waren, von ihrem Charakter, von ihrer Persönlichkeit. Ich weiß, das Neue Testament ist voll von verschiedenen Lehren und Doktrinen und was ist Gerechtigkeit und all diese Dinge, das ist wichtig zu wissen. Aber ich liebe es so ein bisschen zwischen die Zeilen zu lesen, das Menschliche ein bisschen zu spüren. Und hier hast du was Menschliches von Timotheus, an dem Paulus überhaupt diesen Vers geschrieben hat. Er sagt hier in Philipper 2, Vers 19, ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, zu der Philippergemeinde. Damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich nun um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Eigentlich ist das eine tragische Aussage. Der einen Seite. Dass er hier sagen, Paulus muss hier sagen, dass alle, also scheinbar ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, weil er hat ja den Timotheus, aber er sagt, also recht viele suchen das Ihre. Sind nur unterwegs, um ihr eigenen Dienst, ihr eigenes Profil, ihre eigene Persönlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen, ihr eigenen Stolz und so weiter. Und Paulus hatte nicht viele, ist irgendwo tragisch, muss man sagen, es gab nicht sehr viele, wo er so total verlässlich sein konnte, dass wenn er kommt, dass er wirklich für euch da sein wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will so einer sein wie Timotheus. Irgendjemand sonst hier? Was sagt er hier? Er sagt ja, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten. Niemand, der so denkt wie Timotheus. Niemand, der so gleichgesinnt ist, wie eben auch ich gesinnt bin, gleichgesinnt wie Paulus, dasselbe Herz verlangen hat, um das Evangelium weiterzugeben, Menschen zu erreichen, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Weißt du, man kann besorgt sein für andere Leute, aber ist man aufrichtig dabei? Also all diese Tugenden. Aber das ist so die Grundlage, das ist so der Erdboden, worin wirklich Gott anfangen kann, seine wahre Person und Persönlichkeit durch dich scheinen zu lassen. Denn alle suchen das Ihre. Er schreibt hier, nicht das, was Jesu Christi ist. Wie ist es mit uns? Ich meine, wir können uns ja die Frage stellen. Ich kann mir diese eigene Frage stellen, wo ich mich immer wieder mal fragen muss, so ich das meine. Bin ich danach aus, damit es einfach nur mir besser geht und ich meine Sache einfach tue, dass ich am Sonntag meinen Dienst mache? Wo stehe ich? Das sind Fragen, wo ich mich auch stellen muss. Bin ich auch so einer wie Timotheus, auch für andere? Ich war es nicht immer, gebe ich ehrlich zu. Ich habe meinen Mist gebaut. Ich habe meine geistlichen Teenagerjahre auch schon gehabt. Wisst ihr, wo man so ein bisschen sich selber pusht, in den Mittelpunkt stellen will. Ich weiß einmal, ich hatte durch Beziehungen und war persönlich befreundet mit Ray McCauley, der in den 80er Jahren, 90er Jahren sehr, sehr häufig mit Rainer Bonke unterwegs war in Europa, um zu dienen, hat eine der größten Gemeinden in Südafrika. Und bin schon persönlich mit ihm unterwegs, wir haben persönliche Beziehungen auch gehabt.
Und siehe da, ich höre dann eines Tages, ich höre, dass er nach Zürich kommt, um zu dienen. Und nicht bei mir hier. Und da habe ich zuerst, ja, ich habe, oder? Das ist nicht richtig. Wieso geht er da Pfingstgemeinde dienen? Er sollte zu mir kommen. Er sollte bei mir dienen, oder? Wir kennen ihn, oder? Einfach, oder? Bis der Herr mich, Gott sei Dank, dass es den Heiligen Geist gibt. Ich liebe den Heiligen Geist. Der kommt, der schüttelt dich manchmal und gibt dir manchmal so duck, 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 duck. Danke, Herr. Danke, Herr. Das habe ich gebraucht. Habe ich gebraucht. Weil man ist auch menschlich irgendwo, oder? Und dass man einfach aufwacht und sieht, nein, das ist total egoistisch, wie du jetzt denkst. Wenn er im Herzen gehabt hat, in diese andere Gemeinde zu gehen, dann ist er geführt vom Herrn und dann soll er dort dienen. Und ich habe angefangen, einfach zu beten, dass sie die beste Zeit haben werden, die sie je gehabt haben. Aber ich muss ein bisschen da durchkämpfen. Es ist nicht immer einfach, treu zu sein. Ich weiß, ich war ja in den Anfangsjahren der Gemeinde von Gospel Life Center in München, John und Miana Angelina. Die fingen ihre Gemeinde an in einem großen Haus. Und in diesem großen Haus, wo wir die Wohnstube, die haben wir jeden Sonntag, haben wir alle Möbel raus und alle Stühle aufgestellt. Und ich habe ja damals noch im Keller gewohnt. Und ich war für alles zuständig. Es war ja eine kleine Gemeinde, also in einem Haus, oder? Es war ein größtes Wohnzimmer, also ein größtes Haus, aber waren ungefähr 30 Leute, die wir da reinbringen konnten. Und ich war alles, Mädchen für alles oder Ordner für alles, müsste ich jetzt eigentlich sagen. Und die Miana, die hat damals für John immer übersetzt. Und so standen sie da. Und im Haus, es wurde manchmal richtig, richtig warm, oder, mit so vielen Leuten da drin. Und so, ich hatte den Auftrag, ich stand dann bei der Türe. Nun, das war so ein bisschen in einem kleinen Foyer draußen und man konnte durch die Tür reinschauen zu der Versammlung. Ja, die konnte ich sehen, aber ich konnte natürlich Miana nicht sehen, die eben die Anweisung dazu geben würde. Also hatten wir einen Spiegel hinten, so konnte ich sie durch den Spiegel sehen. Ja? Und wir hatten eine Abmachung, dass wenn sie so macht, oder, weil sie kann Ihnen nicht sagen, bitte mach die Tür auf und Tür zu und so. Wenn sie so macht, dann hieß es ist heiß. Und wenn sie so macht, dann hieß es, es ist kalt. Und so war mein Auftrag, seht ihr, ja, und ihr denkt, ja, ihr habt schwer, was ich ja. Ich stand da, guckte in den Spiegel, oder, und wenn sie mal so gemacht hat, oder, Türe auf, oder, da. Und wenn sie so gemacht hat, Türe wieder zu. Ich kann mich erinnern, es gab einen Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie ein Itch hatte, also irgendwie. Irgendwie einfach was eingefangen hat, weil es ging ständig irgendwie so. Ich wusste gar ich weiß nicht, ob sie irgendwas gebissen hatte oder was es war. Aber für mich macht es keinen Sinn und irgendwo nach einer Weile, ich hatte einfach gesagt, Türe zu. Vergiss es, ich halte es nicht mehr aus. Was soll das? Oder? So, ich sage euch, ich bin auch nur Mensch, oder? Ich musste meine Haltung nachher wieder in Ordnung bringen, mich entschuldigen. Und ich weiß nicht, was die Sache war, aber auf jeden Fall, ja, ich habe mich da entschuldigt, ne? Und musste für mich meine Sache in Ordnung bringen, weil ich war dort gesetzt, um ein Timotheus zu sein für John und Miana Angelina. Das war meine Aufgabe. Auch wenn sie manchmal, ja, ein bisschen nicht immer so alles so machen, wie ich dachte, wie schön geregelt sein kann. Menschen sind Menschen, wo es Menschen geht, Menschelitz. Aber du musst darüber hinwegsehen können. Du musst wissen, wo Gott dich hingesetzt hat, wo Gott dich platziert hat, weil Gott hat Großes vor für dich. Aber wenn du nicht treu sein kannst in kleinen Dingen, wie will er dich in großen Dingen gebrauchen? Und mit großen Dingen heißt es nicht unbedingt, dass du in den vollzeitlichen Dienst, Predigtdienst gehen musst. Große Dinge können sein, dass er jemanden sucht, der bereit ist, zu dem Saulus zu gehen. Ich brauche jemand. Wen ist verlasst? Wer ist treu gewesen, auch wenn es um kleine, unwichtige im Gänsefüßchen, ja, scheinbar unwichtige Dinge ging? Wer war da treu? Und da kommt im Sinn Ananias. Den kann ich schicken, der ist dort, der kann gehen. Hallo? Das sind große Dinge. Gott hat Dinge in dieser Zeit, wo er uns platzieren muss. Nicht nur, dass wir unser Alltag einfach nur tun, bla 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 bla, sondern dass er uns
gebrauchen will in diesen letzten Tagen, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein, die richtigen Dinge zu sagen, dass wir bereit sind, unseren Mund aufzumachen, dass wir uns führen und leiten lassen vom Herrn. Aber wo beginnt das? Beginnt in kleinen Bereichen. Treu zu sein. Man sagt, Gott gegenüber bin ich treu, aber meinem Pastor, also ich mache nicht immer, was der sagt. Nein, es geht nicht darum, dass du jetzt hörig wirst, verstehst du? Das ist nicht der Punkt. Oder dass du nicht tust, was der Chef sagt. Ja, ich mache es einfach, wenn ich es will. Aber wenn er es dann anders haben will, und er sagt, es hat einen Grund, warum ich es anders haben will, deswegen mach es bitte so. Also mach mal. Hallo? Das sind alles Haltungen, die du kannst nicht eine solche Haltung haben in der Welt, in deinem Alltag, und dann kommst du am Sonntag zur Gemeinde, zur Kirche und zu sagen, Herr, Herr, ich lieb dich, Herr. Verstehst du? Wir sind ein ganzes Paket. Es gibt nicht einen Sonntagspaket von dir und dann gibt es einen Wochentagspaket. Du bist die gesamte Packung. Und alles ist dem Herrn heilig. Es ist nicht nur der Sonntag heilig für Gott. Dein ganzes Leben ist heilig für ihn. Deine Waschküche ist heilig. Amen. Alles, was du tust, deine Familie ist heilig. Und alles, was wir tun, wie wir es tun, dass wir es tun aus richtig, aus für den Herrn, wie würde er es gerne haben. Und natürlich, wie ich schon gebeichtet habe in meinem eigenen Leben, habe ich genügend Momente, wo ich es nicht so war. Aber ich will, dass der Heilige Geist mich mal auf die Seite nimmt und sagt, dusch, 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 dusch. Danke, Herr, ich habe das gebraucht. Amen. Der letzte Punkt hier, das heißt danken. Sei jemand, der weiß, was du alles von Gott bekommen hast. Sei dankbar. Wisse, dass er dir deswegen Kraft verleihen wird. Sei treu, sei vertrauensvoll in kleinen Dingen, in deinem Alltag, in deinem Leben. Sei eine treue Person. Sag lieber Nein, bevor du 100-mal Ja sagst und nicht die 100 Ja einhalten kannst. Aber wenn du nur Nein sagst, dann frage ich mich, was machst du überhaupt? Aber sei jemand, der auch bereit ist zu vertrauen, Gott wird dir Kraft geben. Ich hätte mir niemals im Traum gedacht, ich würde mein Dienst wäre, vor Leuten zu stehen, um zu predigen. Das war der Horror für mich. Ich habe Angst vor euch. Dass irgendwas irgendwo da ist, liegt mein Kragen schief und dass meine Mama dann kommt und das vor allen Leuten zurechtstutzt. Den größten Horror. Blamage pur. Aber ich habe gelernt und ich bin dankbar, dass ich das gemacht habe vor ein paar Wochen. Sonst hätte ich die ganze Zeit nur dahin geschaut und geguckt, wieso ist denn der so komisch angezogen heute? Und hätte nie gehört, was sagt er überhaupt? Jetzt muss ich gucken. Alles gut, mehr oder weniger. Ich muss mir wieder mal so einen Rednerpult zutun, der richtig abgeschirmt ist. Dann kann ich nämlich hier hinten stehen, es ist egal, was alles nicht stimmen würde, von hier runter. Man sieht das dann nicht. Oh je. Also, deswegen seid ihr ja nicht gekommen. Ich weiß. Okay. Mache den Unterschied. Letzter Punkt. Es heißt, treu erachtet und in den Dienst gestellt. In den Dienst gestellt. Hier sehen wir noch jemand, der in den Dienst gestellt war. Philipper 2, wir sind hier gleich da. Vers 25 als Beispiel. Paulus schreibt, ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, sagt mal alle Epaphroditus. Sagt mal dreimal schnell hintereinander. Bist du nicht froh, dass dein Kind nicht Epaphroditus heißt? Ich bin es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden. Wow. Also obwohl er einen komischen Namen hat, also auch wenn der neben dir sitzt im Himmel, übe es ein paar Mal vorher, damit du es richtig aussprechen kannst. Aber der ist ein toller Typ. Ein komischer Name, er ist ein toller Typ. Warum? Paulus sorgt für mich, ihm. Meinen Bruder, nun sie war nicht verwandt, aber wirklich jemand, der wie ein Bruder war.
Zweitens, Mitarbeiter. Das Wort dort Mitarbeiter, sehr interessant im Griechischen, ist ein Wort, das heißt Synergos. Und von dem Wort leiten wir das Wort Synergie ab. Wir alle kennen dieses moderne Wort Synergie. Wir wollen alle Synergien erzeugen. Was ist eine Synergie? Eine Synergie ist, wenn du eine Person hast, der kann etwas leisten, eine zweite Person, der kann was anderes leisten, aber gemeinsam können sie viel mehr leisten, als was sie nur alleine hätte leisten können. Also nicht 1 plus 1 gleich 2, sondern 1 plus 1 gleich 10. Das ist Synergie. Synergie. Und er sagt hier, dieses Wort Mitarbeiter ist das Wort, woher, das griechische Wort, woher wir das Wort Synergie haben. Also wir sollten als Mitarbeiter im Leib Christi, in der Gemeinde, unterwegs für Jesus, wir sollten Synergien erzeugen. Das heißt nicht nur jeder Einzelne, der irgendwas seine Aufgabe tut, sondern indem wir gemeinsam zusammenwirken, bewirkt es eine Synergie von einem exponentiellen Maß, was wir tun können. Und das war der Epaphroditus, meine Synergie. Mein Bruder und meine Synergie, mein Mitstreiter, mein Abgesandter, mein Diener für meinen Bedarf. Also wenn der neben dir sitzt, ne, muss ich einladen, zu dir zu kommen, damit ich ihn auch kennenlernen kann. Epaphroditus, ein toller Typ. Und wenn du Römerbrief 16 liest, dann wirst du dort lesen von vielen Leuten, mit denen Paulus unterwegs war. Paulus war kein Einzelgänger. Man hebt ihn immer hervor. Aber Römer 16, es tut dir richtig mal gut. Ich sagte, das ist so richtig wohltuend, wenn du liest, wie Paulus seine Mitarbeiter, die Leute, mit denen er gemeinsam Synergie erzeugt hat, um die Welt zu erreichen für Jesus, wie er sie lobt, wie er sie liebt, wie er sie umarmt, wie er sie einfach sagt, ihr seid kostbar und wertvoll. Und das ist, was hier Paulus sagt am Schluss hier. Es heißt, ich bin Gott dankbar, der mir Kraft verliehen und treu erachtet hat und in den Dienst gestellt. Das heißt, der Dienst, in dem man gestellt ist, ist ein Dienst von Synergien, von gemeinsam unterwegs sein. Paulus wusste, er kann, wozu Gott ihn gebrauchen möchte, nicht alleine tun. Und da der Beweis, Römer 16, kannst du es lesen, er war kein Einzelgänger, der einfach alles gemacht hat selber und lass mich in Ruhe, ich will einfach für Jesus arbeiten. Synergien erzeugt. Erreiche deine Welt. Auffahrt. Warum gab es 10 Tage zwischen Auffahrt und Pfingsten? Pfingsten, eben, sie sollten warten, bis sie Kraft aus der Höhe haben. Jetzt haben sie 10 Tage. Die ersten 40 Tage nach der Auferstehung war Jesus unter ihnen, mit ihnen unterwegs. Der konnte natürlich immer schauen, dass alles richtig läuft. Alles konzentrierte auf ihn. Jetzt haben sie 10 Tage alleine. Oder? So wie Vivi und ich jetzt, oder? Unsere Kids sind alle aus dem Haus, oder? Und plötzlich sitzen wir da einander gegenüber beim Abendessen und wir gucken einander an. Niemand sonst da. Wer bist du eigentlich? Diejenigen, die Kinder haben, die wissen, wie es ist, oder? Immer was los am Tisch, oder? Wenn man am Essen ist. Was machst du? Schule dies, Schule das und Sport und das und dies und jenes und über alle Dinge, oder? Und plötzlich sind alle Kids aus dem Haus und man sitzt da und... Ist ein bisschen still. Was wollte ich damit sagen? In den Dienst gestellt. Dass wir mit einer, irgendwas wollte, es gab irgendwo einen Punkt, bevor ich da abgeschleift bin. 10 Tage. Voilà, wer hat eine Tafel Schokolade für diese Dame hier? Sie hat, also, meine Güte. 10 Tage. Warum die 10 Tage? Weil sie plötzlich eben da ohne Jesus waren. Das war der Punkt, Dankeschön. Ohne Jesus waren. Was machen sie jetzt? Und was haben sie verbracht? Sie haben Zeit im Gebet verbracht vor dem Herrn. Sie haben Zeit verbracht, in Einheit miteinander zu wachsen, miteinander zu sehen. Wir müssen eine Einheit sein, Synergie sein, damit wir das tun können, was Gott für uns hat. Amen. Und sie haben es geschafft. Sie haben nicht einander die Haare ausgerissen bis zum Schluss, oder? Sondern
Sie waren da und sie waren bereit, als der Tag des Pfingsten kam und der Heilige Geist ausgegossen wurde und sie Kraft empfingen und anfingen zu wirken in ihrer Welt mit einer Kraft, welche nur Gott verleihen konnte. Halleluja. Und dazu ist jeder Einzelne von uns hier berufen. 1. Timotheus 1, 12. Sei dankbar. Wisse, dass dir Kraft verliehen ist. Also sag Ja zu Gelegenheiten. Mach Schritte, wage es. Streck deinen Fuß des Glaubens aus und nimm den Schritt einfach mal. Kannst nichts Schlimmeres machen, als gar nichts zu machen. Besser einen Fehler zu machen, als nie einen Fehler gemacht zu haben, weil dann wirst du nämlich nie irgendetwas getan haben. Kraft verlieren, der mich treu erachtet. Sei treu in deinem Leben. Du kannst ein Leben lang brauchen, um einen guten Ruf aufzubauen, und den kannst du in einem Moment zerstören. Das Wichtigste, was du hast, ist dein Ruf. Was ist es, was Leute sagen, wenn sie von dir reden? Meistens hören wir es ja nicht, ich weiß, oder? Aber sie reden trotzdem. Was sagen die Leute? Ja, du, pass, wenn du mit dem etwas abmachst, ja, du weißt nie, ob er kommt oder nicht. Wenn Leute mich manchmal dann fragen, oder wenn jemand die Gemeinde vielleicht wechselt, oder und der Pastor mich fragt, wie sind sie und so weiter, dann was würde ich sagen von dir? Was würde ich sagen von dir? Ich muss ja die Wahrheit ja auch sagen. Ich sage es auch immer wieder nett. Aber es gab auch schon Situationen, wo ich sagen musste, ja, du musst aufpassen, die sagen sehr viel Ja, aber die können das nicht durchhalten. Sie meinen es gut, aber es geht nicht. Oder die musst du pushen, weil die kommen nie von sich aus. Du musst sie da irgendwo abholen. Die sagen immer Nein zuerst, aber wenn du sie dann pushst, dann kommt was raus, Gewaltiges. Oder versteht ihr, was ich meine? Oder wo man sagen muss, auf die ist kein Verlass, du weißt nie. Oder auf die weißt du, du kannst auf die zählen, die werden dir das letzte Hemd geben. Was für ein Typ, was für eine Person bist du? Was hast du entwickelt? Egal, wo du jetzt bist, meine, die Vergangenheit kannst du nicht ändern, aber kannst deine Zukunft ändern. Kannst heute beginnen. Heute kannst du beginnen. Es ist nicht zu Ende. Außer du bist gerade jetzt im Sterben. Aber jeder, der noch ein bisschen Luft übrig hat, hat noch Zeit. Hast noch Zeit. Wo es heißen kann, in seinen letzten Tagen war er aber so und so und so. Man wird dich immer erinnern aufgrund das, was zuletzt gewesen ist. Also beginne jetzt. Beginne jetzt. Amen. Halleluja. Amen. Lass uns jetzt beginnen. Stehen wir auf. Hab ein bisschen Spaß mit euch heute. Sehr gut. Hab ihr gesagt, Lachen tut gut. Hast du deine Isaacs, die Windeln gewechselt diese Woche? Ha? Oder fängt es an zu stinken? Du solltest über deinen Isaac lachen und nicht die Nase rupfen. Isaac heißt lachen, das haben wir letzten Sonntag gepredigt. Für die, die es nicht wissen. Hahaha. Oh Herr, Hilfe. Oh Jesus, wir danken dir heute, diesen heutigen Morgen, für deine Kraft, für deine Stärkung, für alles, was du tust, Herr. Herr, wir wollen Gefäße sein, Herr, die du gebrauchen kannst. Wir wollen kühn sein, Herr. Wir wollen solche sein, die uns ausstrecken nach mehr und mehr und mehr, Herr, von dem, was du für uns hast, Herr. Halleluja. Wir wollen als eine Einheit sein unterwegs, Synergien erzeugen, Mitarbeiter sein, die Synergien erzeugen, Herr. Und wir danken dir, Herr. Das können wir nur gemeinsam tun, indem wir auch einander Raum geben, Herr, gemeinsam zu wachsen, zuzunehmen. Herr, wir sind nicht perfekt und du weißt es wohl. Besser als wir selber. Aber Herr, wir wissen, Herr, dass wir wachsen können von diesem heutigen Tag an, Herr. Uns ausstrecken können, denn du stellst uns in den Dienst, Herr, den du hast für uns, Herr. Und wir preisen dich und danken dir, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Thank you, Father. Glory, 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 glory. Halleluja.